Servus Leute, willkommen zurück zu Let's Play Command & Conquer 3, nur diesmal bei Cain's Rache oder Cain's Raw oder wie man das auch immer nennt. Ich habe es auf Englisch einen Titel geschrieben, weil ganz ehrlich, Command & Conquer ist schon Englisch, warum soll ich dann Command & Conquer Cain's Rache sagen? Ich meine, dann würde ich ja zu Command & Conquer sagen, befehlen und kommandieren, Cain's Rache 3. Das würde ja einfach kacke klingen und deswegen haben wir das jetzt hier einfach so. Wir können auch direkt loslegen. Paar Infos. Das ist, kam nach Tiberium Wars raus, so als Add-on mehr oder weniger. Ist aber kein Add-on, ist schon ein eigenständiges Spiel, aber man kann es als Add-on verstehen. Und es spielt halt vor der Zeit vor Command & Conquer 3. Das bedeutet halt zwischen Tiberium Sun und Cain's Rache, und nee, zwischen Tiberium Sun und Tiberium Wars. Doch, stimmt, ja. Gut. Wir machen eine neue Kampagne und zwar wie immer erst mit auf Mittel. Ja. Sie haben uns verlassen, mein Kind. Die Bruderschaft von Nord ist zerbrochen. Du bist der Einzige, der sich nicht von mir abgewandt hat. Jetzt, in diesem Moment, feiern McNeil und seine GDI-Lakaien ihren Sieg. Sie bezeichnen den Konflikt als Zweiten Tiberium-Krieg. Sie haben den Tacitus, aber sie verstehen nichts von seinem Zweck. Unsere Technologie hat versagt. Kabal ist nicht mehr. Lauscht dem Klang eurer eigenen Vernichtung. Seine Seele aber lebt weiter. Unsere Feinde glauben, sie hätten uns besiegt. Und dass ich nicht mehr unter den Lebenden weile. Doch da haben sie sich gewaltig getäuscht. Du und ich, wir leben noch mehr. Wir werden gemeinsam eine große Armee führen. Seite an Seite werden wir den Geknechteten zeigen, wer der tatsächliche Feind ist. Die GDI spricht von Wohlstand für alle. Aber in den Slums von Rio kennen die Armen und Hungrigen die Wahrheit. Sie wurden vergessen. Sie haben nichts. Bloß ihren Zorn. Wir werden aus diesem Funken ein Feuer entstehen lassen, das einen gewaltigen Flächenbrand auslösen wird. Friede. Cain ist mal wieder aufgebracht, würde ich mal sagen. Ja, ich wollte gerade irgendwie sagen, dass man jetzt, aber ich habe das hier völlig vergessen, dass es ja, dass hier gar keine GDI-Kampagne gibt. Mein Gott. Deswegen heißt ja auch Cain's Rache, Mann. Initialisiere Video-Ableg. In Rio verbreitet sich die Wut der Entrechteten wie ein Lauffeuer. Ein Pulverfass, das in die Luft zu gehen droht. Sehr schnell werden die Flammen der Rebellion aufflackern und sich ausbreiten. Ich hab was für Sie. Manche denken jetzt auch bestimmt, ich muss mal gleich was. Zerstören Sie die Verwaltungszentren der GDI und provozieren Sie in der Stadt einen Aufstand. Provozieren Sie in der Stadt einen Aufstand. Als erstes Mal. Da stimmt immer noch was nicht. Das ist ein bisschen laut hier. Piazza, wir halten die Stellung. Genau. So. Fertig. Geheimdienstdaten. Suchen wir sie. Also, wir sollen einen Aufstand provozieren. Das klingt ja mal ganz interessant. Besetzung. Besetzen Sie die Radios in der Station. Nennen der GDI. Okay. Ja, das wird dann nicht alles sonderlich schwierig. Ich muss jetzt mal lieber hier alles aufbauen. Manche denken jetzt vielleicht, was ist das? Ist das jetzt nur so eine dämliche Erweiterung? Ja, eigentlich ja schon, aber hier gibt es viel mehr Optionen. Das bedeutet, man kann viel mehr bauen. Und vor allem, es gibt geilere Einheiten als bei Tiberium Wars.
Weil das ja im Vorgänger spielt, also das ist ja vor Tiberium Wars, wisst ihr ja alle jetzt. Und das bedeutet, dass es da noch ganz andere Einheiten gibt, die bei Tiberium Wars einfach weg sind, die bei Tiberium dann noch richtig geil waren. Gut, klar, es gibt zwar immer noch kein Mammut MK2, aber naja, es gibt trotzdem so ein paar nette Spielereien hier. Und vor allem gibt es jetzt auch verschiedene Fraktionen. Das bedeutet, es gibt jetzt zum Beispiel einmal Not als Not, dann gibt es die Schwarze Bruderschaft oder Hand, Schwarze Hand von Not oder sowas, und dann gibt es dann nochmal irgendwie was anderes. Also richtig viele Sachen, auf jeden Fall richtig cool. Ich muss gerade mal gucken, ja, Sammler haben wir noch. Da brauche ich ein bisschen ein paar. Damit ich da ein bisschen mehr Geld bekomme. Ich hasse immer die Anfangsmission, weil die immer so... Weiß nicht, also bei Tiberium Sun waren die wenigstens noch ein bisschen cooler gestaltet, aber hier sind die halt total langweilig. So. Dann nehmen wir mal die Radarstation ein. Und wie gesagt, nach Kains Rache kommt halt Tiberium Sun. Ich gehe halt so in der Zeit zurück. Seit der glaubt, mit Command Conquer hat es ja alles angefangen, weil ich Command Conquer 4 aufgenommen habe. Und da habe ich mir gedacht, komm, Kent, Tiberium Wars kann ich aufnehmen und alles. Und es lief auch mal gleich. Bei Command Conquer 4 war es irgendwann mal so. Dann habe ich da auch schon viel aufgenommen für Multiplayer. Und da dachte ich mir, komm, mach schon wieder was Neues. Und dann habe ich halt mit Tiberium Sun angefangen. Tiberium Wars. Aber ich verspreche mich so oft, das gibt's gar nicht. Also ich sag immer das Falsche. Kommt ja schnell durcheinander, wenn es immer dasselbe Name im Prinzip ist, nur halt immer das Ende ist anders. Wir machen jetzt auch nur die Mission, weil es schon ein bisschen später. Auch außerdem will ich auch nicht hier wieder 40 Minuten hochladen. Morgen gibt es auf jeden Fall wieder Tiberium Wars Online. Nicht Kains Rache, das tut mir leid, weil ich will nicht alles spoilern, was für Einheiten es gibt und so. Weil das wäre einfach zu dämlich. Wenn ich da jetzt einen Multiplayer aufnehme, würde ich die ganze Spannung und Freude auf die Einheiten wegnehmen. Scheiße, Mann. Muss zurück. Bisschen Aufstand provozieren hier. Zack, zack, zack. Jetzt komm. Das gibt's ja gar nicht. Tiberium ist Macht. Peace through power. Das ist alles, was auf Englisch hört sich so viel geiler an. Frieden durch Macht. Peaceful Power. Ach ja, ist mir egal. Sollen sie verrecken. Ich habe ja genug hier. Mir kann eh nichts passieren. Und dann gibt es auch noch spezifische Forschungsmodule. Also Möglichkeiten für die Fraktion. Das heißt, dann gibt es zum Beispiel bei Aliens auch drei Fraktionen. Die eine gehen halt voll auf Schilde, die anderen gehen dann irgendwie auf Tiberium. Weiß als ich alles. Also ist auf jeden Fall richtig praktisch. Ich habe hier vergessen, dass ich das schon hab. Na komm. Wir müssen einfach nur ein paar Notmods bauen und dann war's das. Notmods brauche ich mehr, weil die müssen ein bisschen mehr Schaden machen. Das lohnt sich dann schon. Am besten fahre ich mal hier hoch. Nordmod ist bereit. Bau abgeschlossen. Ungeeignet. Zack. Ja. Die Quoten-Bitches hier wieder am Start. Not die Quoten-Bitches. Oh Mann. Schenkelklopfer mal wieder hier am Start. So, wo ich jetzt mein verkackter Saboteur. Muss sich irgendwo rumgammeln. Na gut. Nordmod ist bereit. Was machen die denn da? Geh mal weg da. Ich muss erst auf Sendung gehen, dann krieg ich bestimmt irgendwie Bonus-Einheiten. Also, ich kann es auch jedem empfehlen, wenn sich jemand einen Command & Conquer holen will, dann holt euch auf jeden Fall Kains Rache. Weil ich glaube, das wird auch mehr gespielt, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber das würde einfach mehr Sinn machen, weil man hat halt dieselben Einheiten und halt mehr Auswahlmöglichkeiten. Hm, was wird man dann wohl spielen, Mister? Das ist halt immer so ein Larifari.
Ich bin auch mal gespannt, wie es dann nach dem 30. Juni ist, wenn dann die Server von Command Conquer off sind. Gott. Jetzt gehen wir dahin, auf die andere Seite. Für Kane! Mach ich doch schon, Mann. Hetz mich nicht so. Find's doch einfach immer wieder cool, wie halt jedes Command Conquer so seinen eigenen Charme hat. Also, wisst ihr, das ist immer was Neues. Wenn man jetzt, weißt du, ich kann direkt Red Alert von allen anderen unterscheiden, oder, weißt du, bei Generals könnte man jetzt hier erwarten, dass jetzt hier ein Zug vorbeifährt. Das könnte ich bei Tiberium auch einfach nicht erwarten. Bei Tiberium, dann gab's noch Züge. Ah, ich vermisse die Mission, wo man schön schleichen muss dann so. Hier in dem Spiel, das wäre halt auch mal cool. Das gibt's zwar auch so ein paar Missionen, aber ich weiß nicht. Das hat einfach nicht diesen Charme. Jeder, der Tiberium, sag mal, gespielt hat und es mochte, der weiß, was ich meine. Das ist einfach nicht vergleichbar. Und vor allem, das ist auch nicht irgendwie sowas, wo man sagt, boah, das Spiel nur Insider oder sowas. Weil das kann echt jeder spielen. Und dadurch, dass es kostenlos ist, kann ich das nur jeden ans Herz legen. Das werde ich dann aber nochmal genauer beschreiben, man muss dann hin. Weil dann werde ich vielleicht ein Tutorial machen, wie man das dann... Gut, eigentlich braucht man da nichts wissen, wie man das installiert, aber manche... Bei manchen Betriebssystemen läuft das nicht, da muss man einen Kompatibilitätsmodus abspielen, das Ganze. So, jetzt machen wir es einfach kaputt, mir egal. Ein bisschen Kollateralschäden hat doch jeder mal. Vor allem, wie ich einfach nichts komplett kaputt mache. Ist eh egal. Ich habe so viel Geld. Mal gucken, ob man da hoch kann. Ich glaube fast nicht. Gehen wir mal hoch. Na doch. Wahrscheinlich wäre das die erste Radiostation gewesen, die man einen hätte nehmen sollen. Oder womit die Entwickler gerechnet haben, dass man es einnimmt. Und deswegen sind da keine Leute, die man Ingenieur töten könnten. Bin mal gespannt, wenn man jetzt alle hat, was dann passiert. Wahrscheinlich kriegt man da irgendwelche aufständischen Leute. So pro-russische Leute. Arbeiten wir zusammen. Nordmord ist bereit. Nordmord ist bereit. Nordmord ist bereit. Nordmord ist bereit. Los, los! Da gehen wir mal hin. Wahrscheinlich ist da auch wieder was. Ja. Nicht gerade wenig. Jetzt bin ich mal gespannt. Was habe ich gesagt? Na, Wut und Unzufriedenheit. Das ist das Blut der Bruderschaft. Sollte es zum Aufstand kommen, verliert die GDI die Unterstützung der Öffentlichkeit. Und das schwächt die Grundlagen ihres angeblichen Mandats. Rio wird gereinigt werden durch die Flamme der Rebellion. Denken Sie, was? Och nö. Da habe ich keinen Bock zu. Da habe ich echt keinen Bock zu. Ich mache einfach ganz schnell alles kaputt. Los, 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 los. Schneller. Weil ich dachte schon, da kommst du an. Los, 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 komm. Ich weiß, ich könnte es jetzt aufteilen, aber ich habe keinen Bock zu. Immer bündeln, die ganze Gewalt. Das ist immer besser. Es macht nie Sinn, nach und nach zu kommen, weil dann haben die Feinde einfach mehr Chancen. Gut, hier in dem Fall ist jetzt eh klar, wer gewinnt. Aber wenn man immer nach und nach kommt, dann hat der Mensch einfach mehr Möglichkeiten. Das ist genauso wie mit Zombies. Wenn die Zombies nur von einer Richtung kommen würden, langsam, dann wären die keine Gefahr. Wenn sie aber hinter jeder Ecke lauern und auf einmal kommen, dann bist du am Arsch. Ja, und da haben wir schon die Verstärkung. Brauche ich aber eigentlich gar nicht. Naja. Ein paar Attentäter sind doch immer gut. Kann doch jeder gebrauchen. Los, wir gehen gleich rein, bevor wir mir lang rummachen. Weil die greifen jetzt hier gleich meine Radarstation, dann habe ich keine Lust zu.
Los, komm. Macht's kaputt. Los. Guck mal. Wie geil. Wozu kann man es reparieren? Boah, 14 Stück habe ich schon. Geht ja ab hier. Ah, Mann, 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 ey. Wie schwach sind die Dinger eigentlich? Ich will meine Bonusziele haben. Komm schon. Ey, kriegt das nicht kaputt, Mann. Komm, dann machen wir halt alles platt hier. So mega useless hier. Ja, bei Nord, aber das werden wir nicht spielen wahrscheinlich. Das habe ich nur eine Konsole gemacht, weil es ein Achievement gab. Hier gibt es nämlich solche, ich weiß gar nicht, wie man das hier nennt, so Nebenmissionen eher. Aber die Nebenmissionen, die sind nicht lustig, sondern ihr müsst euch das vorstellen, wie einfach ein Gefecht, das immer gleich aufgebaut ist. Man muss es nur mit allen Fraktionen spielen. Und das heißt 9 Fraktionen. Weil es ja pro, es gibt ja 3 Fraktionen, Alien, Nord, GDI und jeweils 3 untergeordnete Fraktionen. Und damit jeder immer dasselbe zu spielen, das ist langweilig. Also, es ist einfach nicht spannend und es dauert ewig und ich hab, dazu habe ich einfach keinen Nerv. Weil das ist einfach wie, als würde man Gefecht spielen, immer mit anderen. Es ist immer so, immer gleich das Gefecht, nur mit anderen Einheiten halt. Oder zum, nicht mal so, so krass geht das auch und auseinander. Das sind halt nur ein paar Forschungssachen und vielleicht mal eine Einheit Unterschied. Es ist nicht, dass er jetzt denkt, irgendwie, die sind auf Grund auf komplett anders strukturiert. Aber das werdet ihr alles noch erfahren. So, dale. Es geht weiter. Hätte ich nicht gedacht. Wer untersteht sich, unsere Vorherrschaft anzuzweifeln? Die Bruderschaft ist tot. Ausgerottet genau wie der Ketzer Kane. Wir sind die wahren Erben Notz, denn es steht geschrieben, bereut, zieht euch zurück oder folgt eurem Propheten in die Vergessenheit. Abgebrochen. Scheint so, dass alle Leute, die bei Kane, bei Notz sind, Angst vor der Vergessenheit haben. Ja, und während Rio brennt, kommen alle aus ihren Verstecken, die Splittergruppen, die Ketzer, die Ungläubigen, gespalten. Schwach. Wir sollten sie wieder vereinen. Vereinen in den Armen der Bruderschaft oder vereinen im Tod. Scheiße, Mann. Lol, warum hat sie es jetzt? Fast zu viel, meine Damen und Herren. Gut, wenigstens habe ich jetzt mehr Sammler. Und was geht jetzt hier ab? Verdenken Sie... Ja. Okay. Bonusziel erreicht. Das ist dieser Scan, der hat alle... Unser Stützpunkt wird angegriffen. Nein. Oh Mann, ey, wie soll man das verteidigen? Das war's. Keine Chance. Das sind so Bonusziele, ganz ehrlich. Wenn ich da Bock hätte, dann würde ich die ja machen. Weißt, ich könnte jetzt natürlich überall 2 Panzer hinstellen und dann könnte ich wieder Panzer bauen, aber das wird sich dann nur in die Länge ziehen. Wollt ihr das? Also ich habe noch niemanden gehört, der sagt, er will unbedingt die Bonusziele haben. Das war nur ein Kommentar mal, der gesagt hat, du hast ja gar nicht Bonusziele. Und seitdem versuche ich es wenigstens grob, aber guckt euch das mal an hier. Da habe ich einfach keinen Nerv dazu. Das wird ja hier richtig anstrengend noch. Ich könnte noch verlieren hier. Naja. So ist es auch nicht. Wahrscheinlich sind es nur wieder diese Voraustruppen, wo dann was Schlimmes einläuten wollen, aber dann doch nicht so schlimm sind.
Weil die baut ja hier gar eine Basis und die spawnen ja irgendwo. Da kommen ja nicht ständig neue. No. Na doch, könnten sogar immer neue kommen. Wir rücken jetzt einfach vor. Wir holen uns jetzt das ganze Zeug. Zuerst machen wir mal die Kraftwerke da hinten kaputt. Skorpion ist bereit. Einheit wird angegriffen. Oh oh, da haben wir schon was. Beginn Angriff. Skorpion ist bereit. Tiberium Feld abgebaut. Skorpion ist bereit. Nähert uns. Jetzt bin ich mal gespannt. Nur ein Köder. Komm, geh rein. Unzureichende Mittel, feindliche Basis in Sicht. Aha. Ganz ehrlich, welche Splittergruppen brauchen so viel? Wow. Welche Splittergruppen brauchen so viel Strom? Die bauen echt ständig nach, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, Panzer sind halt nur die beste Wahl gegen Infanteristen. Ich weiß schon. Panzerdivision. Und deswegen liebe ich Not. Weil die können schön vorne die Türmchen stehen lassen und hinten stehen die Hauptgebäude. Das ist einfach so geil. Weißt du, hier, das da, das meine ich. Das ist immer das Beste an Not. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Gut, die gehen auch schon mal ein bisschen auf die Tower, aber nicht mit der vollen Konzentration. So, weiter Panzer bauen, ja. Die Panzer müssen wieder rollen. Das ist zum Beispiel auch ein Tiberium sein, um so viel Panzer zu bauen. Das würde erstmal 10 Minuten dauern. Ohne Scheiß. Also, oder man hat eine echt gute Basis, wo man dann 10 Waffenfabriken hat. Muss sich dann die Bauzeit zehnmal verschnellert, ja. Aber das passiert ja eigentlich in den meisten Fällen nicht. Dass man 10 Waffenfabriken hat. So, dale. Wow. Was passiert da? Ich hab Angst. Da könnten ganz schön fiese Einheiten rauskommen. Ja, es sind halt schon die ersten neuen Einheiten. Das sind so Truppentransporter. Weil Not hatte ja nie Truppentransporter. In Tiberium Wars. Das ist praktisch jetzt hier wieder die Entschädigung dafür. Ja, das dürften... Was ist denn das hier? Sieht man gar nicht. Also die schwarze Hand ist schon mal nett. Ich habe kein Geld. So. Dann nochmal. Hier, die können auch gleich hin. Holen wir sie uns. Wahrscheinlich wird das eher noch schlimmer, also rücken wir mal vor hier. Das ist wieder ein Köder, 100 pro. Ja, na klar. Das Problem ist, hier könnte es richtig schlimm werden. Ach, da geht's gar nicht runter. Okay, dann wieder zurück. Na, kein Strom. Ja, eigentlich ist jetzt dämlich, das dann zu zerstören, aber... Die Basen sind so aufgebaut, dass sie unabhängig voneinander sind, also nicht so wie meine Basen. Das heißt, wenn ich mal Strom, keinen Strom habe, dann ist überall kein Strom. Leider. Und da oben haben wir noch was. Feindliche Einheiten in Sicht. Naja, egal. Ich konzentriere mich mal eher auf Schlimme und gerade kommt das Schlimme nur noch von da oben, weil da die Basis noch steht. Hier. Also hoch da jetzt. Rücken vor.
Habe ich eigentlich noch meine Sammler? Ja. Nicht, dass sie irgendwie mal zerstört werden. Ich habe kein Geld mehr. Ja, das könnte ich auch einnehmen. Habe ich aber auch nicht nötig. Das ist eh wieder tot. Ich habe wieder nur einen Köder hier. Na egal, fahren wir einfach drüber. Hier steht eh wieder alles, hier sind wahrscheinlich... Hier ist die Waffenfabrik und dort hinten ist dann da... die Kaserne. Einheit befördert? Gibt's ja gar nicht hier. Ah ne, zwei, okay. Wahrscheinlich gibt's dann noch irgendwo so eine Infanteristenbrutstätte. Man hat noch gar keine neuen Einheiten gesehen, so wirklich, außer ein Typ haben wir schon gesehen, aber der war ja ziemlich unspektakulär. Wobei es ja wahrscheinlich echt unfair war mit BMT und so, von der GDI. Das ist jetzt das ist wieder so, wenn man auch GDI spielt, hat man schon wieder voll den, das Problem ist nämlich, es gibt zwar jetzt diese Walker aus Tiberium Sun, aber die sind nicht so gut. Also das muss immer jeder für sich entscheiden. Also ist jetzt zum Beispiel trotzdem, glaub nicht so in Kane's Rache, dass man... Ist ja ewig her, dass ich gespielt habe online. Da ist es, glaub nicht so standardmäßig, dass man die baut. Das ist mehr so nice to have, but I don't need it. Wenn ihr versteht, was ich meine. Weil es gibt dann auch so kleine Roboter mit MGs, die sind ja gut gegen Infanteristen, aber die baue ich ja auch fast nie. So. Weil, das ist ja immer das, bei GDI ist der Hauptangriffspunkt, ist immer die Mammutpanzer, und bei Not ist es immer hier der Avatar. Und die Panzer, das sind dann so halt mal für die Anfangsphase sozusagen gedacht. Was ist denn hier los? Naja. Ich glaube, das wäre gerade notwendig, das hier alles zu zerstören. Ich mach's halt. Ich krieg auch wenig Geld hier. Egal, weiter geht's. Wir fahren da jetzt einfach durch. Da habe ich jetzt keine Lust mehr. Komm, rein da. Ja klar. Gut, dann fahren wir halt hier hin. Oh, dahin. Einheit wird angegriffen. Diese verblödeten Splittergruppen da. Die sind nicht mal eine HD-Kamera kaufen können, so wie das aussah. So, jetzt rein. Haben sie sich auch die beste Stelle gesucht hier. Naja, klar. Komm, wir fahren einfach durch. Oh shit. Da haben sie schon viel. Aber nicht genug. So. Da stehen die ganzen Gebäude hier. Dam dam dam. Und da befahre ich gerade die ganzen Leute. Vielleicht sehe ich das ganze übel. Yeah. Das meine ich. Am Anfang sieht es halt, guck, du wirst halt immer angegriffen, aber im Grunde ist scheißegal. Und die Basis, das ist überhaupt nicht verteidigt hier. Ist ja klar, am Anfang mal da so hier ein paar Hansel ist, aber im Groben, no problem for me.
war. Mehr wollte ich ja gar nicht. Ha, guck mal, wie lange das dauert. Ah, jetzt haben sie die Zeichen geändert, oder? Ah, nee. Hier. Kein Problem für einen Skorpion. Skorpion ist bereit. Oh oh. Bruder. Freund. Ich flehe dich an. Stell deinen Angriff ein. Wir legen dir unsere Waffen zu Füßen und schwören dir wahre Treue. Und im Namen Kains. Des einzigen echten Propheten. Ich bitte dich. Ich flehe dich an, verschone uns. Unbesiegbar. Geht klar. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Lol. Ach so, es ging wohl nur um die GDI. Wow, habe ich total, weil ich dachte mir schon, das wäre ja, also. Boah, 27 Minuten für die erste Mission, das fängt ja schon gut an hier. Ha! Glaub's gar nicht, hab's echt bekommen. Gut, mich freut's. Jetzt sehen wir uns noch das Video an. Der Gehorsam der Zellen in Südamerika gründet sich auf Angst, nicht auf den Glauben. Doch Angst allein wird nicht reichen, um die anderen Zellen zu überzeugen. Einige Anführer genießen außergewöhnlichen Respekt und unendliche Treue. Einer ganz besonders, der sich aufspielt als Anführer der Reste der Schwarzen Hand, ein Ketzer. Sein Name? Bruder Marcion. Und es kamen aus seinem Mund nur gemeine große Lügen und Blasphemien. Und sein Name war Kains. Er hat eine Gabe. Ein Talent als Redner, ohne Zweifel. Ich bringe Licht den Verirrten und Hoffnung den Hoffnungslosen. Ich bringe den friedvollen Frieden und die Prophezeiung der Macht des Tiberions. Seine Loyalität war unerschütterlich. Doch dann nutzte die GDI seine einzige Schwäche aus, seine Gefallsucht. Sie überzeugten ihn davon, dass er der legitime Führer der Bruderschaft und ich nur ein Scharlatan sei. Einer von seinen fanatischen Anhängern ermordete meinen Erben, Anton Slavik, den Anführer der Schwarzen Hand. Marcion führte dann seine Getreuen ins australische Hinterland. Seinen falschen Prophezeiungen erlag eine willfährige Armee von Zeloten, eine neue Schwarze Hand. Seine Zeit ist um. Sein Erbe, nur eine ferne Erinnerung, weiter nichts, denn nur ich kenne den wahren Weg. Nur jetzt ist kein Song. Solange ich noch unentdeckt bleibe, wird dieser falsche Prophet für uns die schwarze Hand wieder ins Licht führen. Finde ihn, mein Kind. Nimm ihn gefangen. Überzeuge ihn. Okay, aber das machen wir erst nächstes Mal. Ja. Scheiße, wenn ich es jetzt starte. Ach, ich müsste es gespeichert haben, oder? Ja, im Notfall wartet. Speichern. Not Mission 2. Und man sieht sich dann im nächsten Part. Bis dann und danke fürs Zusehen. Tschüss.